Tag Leute, damit ganz herzlich willkommen zu Part 1 von insgesamt einem ganzen Teil der Seth Room Tour. Idee dieses Videos ist quasi, dass ich mit euch gemeinsam von Raum zu Raum gehe auf einer großen Tour. Fangen wir ganz vorne an mit der Tür. Die Tür. Durchschreitet man diese Pforte der ewigen Zuversicht, wird man zunächst erst einmal von einem zarten Pflänzchen begrüßt. Und dann, Leute, schweift der Blick auch schon weiter auf ein grandioses Schuhregal. Naja, das... Stellt euch einfach bitte vor, das würde jetzt hier schon stehen, ja? Schreibt bitte in die Kommentare, was für ein grandioses Schuhregal hier doch ist. Aber gehen wir doch weiter um die Ecke. Ah, noch ein zartes Pflänzchen. Ja, sorry, ich muss jetzt hier gerade mal mein übelst geiles neues Fahrrad zwischenlagern. Ich habe da leider einfach noch nicht Zeit gefunden, Platz im Keller dafür zu schaffen. Seit 2 Wochen. Aber gut, zurück zum Flurbereich. Nach oben geht's dann später. Gehen wir erstmal hier rechts. Leute, die Frage ist ja nicht unbedingt, wo ist das Badezimmer in deinem Haus, sondern wie viele Badezimmer hast du? Das ist Bad Nummer 1. Badewanne, Seth, Kackstuhl, Waschmaschine. Und das ist eher so ein bisschen so mein Bereich. Also Lena und ich, wir haben uns das so ein wenig aufgeteilt. Wobei ich gerade bemerke, ist eigentlich übelst krass, ne? Wie ich mit so wenig Pflegeprodukten, ist ja echt kaum was vorhanden, trotzdem noch einfach so unbeschreiblich gut aussehe. Ha! Ja, hier wird dann auf jeden Fall immer mal ein bisschen, naja, in der Gegend rumgebadet. Finde ich super geil, dass es hier so ein enorm großer Spiegel ist. Das ist halt einfach das, was die Amerikaner meinen, wenn sie von Freiheit reden. Badmöbel sind von Duravit, glaube ich. Auf dem Boden ist Feinsteinzeug. Ist auch super robust, geht halt nicht kaputt. Und ich fand es ehrlich gesagt super geil, dass die Farben hier so ein bisschen so ein Grau-Beige halt extrem gut zu unseren... Also wir hatten noch so verschiedene Holzmöbelpasten, die man hier gut unterbringen konnte. Das ist einfach lässig. Da ist, by the way, überall Fußbodenheizung drin. Also wir haben gar nicht irgendwie einen Heizkörper im klassischen Sinne, sag ich mal. Außer natürlich mich. Gehen wir weiter vom Badezimmer in Richtung... Das Schlafgemach des Herrn und seiner Gattin. Naja, man kommt halt rein, legt sich ins Bett und... Lenas Kleiderschrank ist quasi gleich zur Linken, das ist mein Alter. Er war mir dann halt einfach irgendwann zu klein, ihr werdet schon noch sehen warum, aber da wir das mit dem Bett zusammen gekauft haben als Set sozusagen, war es halt auch klar, dass das wieder ins Schlafzimmer kommt. Und wir mögen halt beide einfach so echt Holzmöbel, ich finde das halt super schön und einfach auch irgendwie zeitlos. Gerade in der weißen Farbe, ist so ein bisschen maritim. Wir wohnen übrigens am Meer. Ich weiß nicht, inwieweit ich das zeigen will, aber hier haben wir einen Balkon, beziehungsweise Balkon Nummer 1. Und naja, wir haben halt hier das sehr schöne Glück, direkt am Meer zu wohnen. Also ich weiß nicht, es sind vielleicht, keine Ahnung, nicht mal 50 Meter Luftlinie. Also abends mit Meeresrauschen einzuschlafen, beziehungsweise morgen aufzuwachen, ist halt schon einfach super schön. So, kommen wir vom Schlafzimmer in den nächsten Bereich. Das ist ein ganz schmaler Raum hier. Die Vormieter hatten hier vorher ein Solarium drin stehen und ich habe da sozusagen meinen, ja, semi-begehbaren Kleiderschrank reingebaut. Den habe ich mir Maß anfertigen lassen, diesen großen Kleiderschrank. Um halt sicherzustellen, dass halt einfach auch die komplette Entourage meiner Schlüppersammlung Platz findet. Haben wir 4 große Spiegelwände, ist halt auch Holz, aber das ist halt ein Dekor. Aber trotzdem in so einem, naja, ich sag mal nicht ganz so cleanem Weiß gehalten, was ich halt einfach übelst schön finde und was sich halt absetzt von diesem dunklen Boden. Und gegenüber genau das gleiche, meine Vitrine halt für meine ganzen, naja, Taschen und so weiter und so fort. Ich wollte halt einfach einen Ort haben, wo ich so wertvolle Dinge einfach ein bisschen, na, ich sag mal, ausstellen oder präsentieren kann und wo die dann auch prinzipiell einen Ort haben, als wenn man die einfach nur in so einen Kleiderschrank irgendwie reinsteckt so und die da im Dunkeln sitzen. Naja, und dann stehe ich hier morgens, kann mich umziehen in Ruhe, habe halt hier auch wieder die Terrassentür auf den Balkon. Also ich kann das hier auch alles aufmachen, dann ist der Raum natürlich heller. Es ist jetzt halt schon abends, ich bin leider nicht vorher dazu gekommen, das Video hier aufzunehmen. Von daher sind die Lichtverhältnisse auch ein bisschen bescheiden. Das seid ihr ja gewöhnt. So, zur Orientierung. Schlafzimmer, Kleiderschrank, der Raum unter der Treppe, da wohnt Harry Potter. Machen wir hier weiter, das ist Lenas Zimmer, ihr Arbeitsraum. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil da ist noch ein bisschen Chaos. Ja, Spaß ist der Sex-Dungeon. Bad Nummer 2. Direkt daneben, nicht mit Badewanne, weil eine reicht halt auch, ne? Aber mit Dusche, was halt einfach super praktisch ist, dass man die Auswahl hat zu beidem. Hier lässt sich Lena tatsächlich eher jetzt nieder. Wie gesagt, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt und ja,
Badezimmer halt, ne? Auch genauso eingerichtet halt, ziemlich geräumig, auch großzügige Dusche, was nice ist. Ja, und wenn man jetzt hier rausgeht und den Blick nach rechts schweifen lässt, dann seht ihr es gleich schon. Mein Reich, liebe Leute. Reich! Das ist sie also, die Produktionsstätte eurer Albträume. Das Hauptquartier der Jumpscares und Musterbeispiel für perfektes Kabelmanagement. Das ist einfach lässig. Ja, ich bin jetzt hier so ein bisschen dabei, Schienen zu bauen und hab da unter dem Tisch auch schon Vorrichtungen dran gebracht. Ich muss das alles nur noch ein bisschen sortieren. Das wird, Leute. Macht euch keine Sorgen. Rechts, wenn man reinkommt, habe ich so ein bisschen Stuff, Fangeschenke, Star Wars, Akten. Maggies Käfig habe ich so gelassen, wie er ist. Ja, mein Hamster ist ja verstorben vor einer ganzen Weile. Aber ich fand, das bringt einfach so ein bisschen Lebendigkeit hier in den Raum. Findet ihr nicht auch? Oh, und ich habe jetzt hier sozusagen überall die Möbel von Wolfmöbel, heißt das, glaube ich. Das ist so ein bisschen in einem indischen Design, so Mangoholz. Und das ist halt auch handgemacht. Das sieht alles ein bisschen unterschiedlich aus. Es wurde bemalt und ich feiere das einfach, dass das einfach so bunt ist. Und ich glaube, das passt hier halt auch einfach irgendwie sehr gut rein. Ja, hier ist ein bisschen Schmackofatz. Wie gesagt, so die Anordnung da hinten, das ist alles noch nicht irgendwie groß ready. Ich muss mir da noch irgendwie Gedanken machen. Aber jo, so sieht das aus, wenn ich vor euch sitze und zu euch spreche. Ist vielleicht auch mal eine ganz interessante Perspektive. Naja. Aber Leute, was sehe ich denn da? Sind das etwa neue Produkte von meinem Partner Guatec? Normalerweise habe ich ja das klassische Setup von Guatec, also das große Mauspad und die lange Tastatur. Aber die haben sich dafür entschieden, ihr Sortiment um kompaktere und damit günstigere Versionen zu erweitern. Perfekt für kleinere Schreibtische oder entspannt auch zum Mitnehmen. Die Tastatur kommt ohne Numpad, aber mit der gleichen Qualität von Alugehäuse, der verschiedenen Beleuchtungsmodi und Spritzwasserschutz. Das Pad hat natürlich wieder RGB-Beleuchtung. Passt auf kleine Flächen, bietet aber trotzdem mehr als genug Platz für die Maus beim Zocken. Alles ist auch im günstigeren Bundle erhältlich. Checkt mal gerne den Link in der Videobeschreibung ab und spart mit dem Code SEF nochmal 10%. PS, bald ist Weihnachten. Wenn ihr dieses Video seht, sind die Produkte bereits im Shop. Schaut mal vorbei. Guatec, vielen lieben Dank für die Ausstattung und die wirklich tolle Partnerschaft. Und das Sponsoren dieses Videos. Ich kann nur sagen, Leute, ich fühle mich hier einfach extrem wohl. Wir haben zu meiner Rechten einen Blick aufs Meer. Ich habe hier übelst viel Platz, mein ganzes Zeug irgendwie unterzubringen und mich halt einfach auszuleben, so. Schönes Ding, du, schönes Ding. Aber gehen wir jetzt mal die Treppe hoch. Das war's nämlich noch gar nicht hier mit dem ganzen Schabernack. So sieht das ungefähr aus meiner Perspektive. Man kommt hier nämlich noch hoch und Was denn? Jedenfalls kommt man hier hoch und dann und ein Wohnzimmer. Ich weiß, das Licht war jetzt nicht sonderlich beeindruckend, aber ja. Couch-Ecke zum Ausziehen. Also für Gäste, Mensch, ihr Schlingel. Mega viel Platz zum Rumlümmeln. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, dass ich und Lena uns einig waren, kein Fernseher für diese Wohnung zu brauchen. Genau. Ich wünschte auch, es wäre hell, Leute, aber vielleicht macht das irgendwie noch ein bisschen von dem Ambiente besser. Ein super schöner Kamin. Ja, da kann man es auf jeden Fall sich im Winter mal schön gemütlich machen. Tisch, der ist auch ausziehbar. Wieder in halt Massivholz in weiß gehalten für so ein bisschen, ja, maritimes Flair. Klar, der Style ist halt eher so ein bisschen so ein Landhaus-Ding. Die Wohnung sieht halt sehr schnell sehr, sehr clean aus und da muss man ein bisschen mit Form spielen, um das Ganze etwas aufzulockern, wenn ihr versteht, was ich meine. Eine Sache noch, liebe Leute, wo wir einmal dabei sind, ist mir persönlich sehr wichtig ist, dass wie man seine Wohnung einrichtet, halt auch was von der eigenen Persönlichkeit und den Bedürfnissen widerspiegelt, ja. Dass es sozusagen die eigene Person repräsentiert und das, was sie unbedingt möchte. Ich kann das erklären. So, jedenfalls kann man dann hier schön sitzen, essen. Hier geht's noch raus zum Balkon. Wenn man jetzt da um die Ecke guckt, guckt man wieder direkt aufs Meer. Das heißt, man kann im Sommer übelst geil mit Meerblick frühstücken. Also ich meine prinzipiell jetzt auch, aber es ist halt kalt. Hier geht's weiter Richtung Küche. Ja, aber ein kleines Bad. Naja, also Nummer 3, Toilette halt. Was eigentlich super praktisch ist, dass es hier oben auch was gibt. Das ist eine kleine Abstellkammer. Naja, da ist halt Getränkekisten, Dosen, Nudeln, alles Mögliche. Da müssen wir jetzt nicht reingucken, ist auch ziemlich chaotisch. Und unsere wundervolle Küche, die ich wirklich über alles liebe. Kräuteranbau, seht ihr auch, läuft richtig krass. Ja? Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch einiges lernen von mir. Verurteilt bitte die Petersilie nicht, es ist Herbst. Ja, halt hier, Küche.
Ne? Was soll man sagen? Herd, Kühlschrank, alles. Fleischtomaten, alles. Und ich weiß jetzt nicht, wie das im Video hier rüberkommt, aber ich finde die Beleuchtung von diesem Hängeregal hier super schick. Das sind so Erbstücke von meine Oma lebt noch, aber das sind ihre alten Kristallgläser. Und dadurch, dass die so diese Formen haben, glitzert das halt übelst schön in dem Licht. Das kann ich leider mit der Kamera nicht so einfangen, aber es ist halt einfach mega nice. Was auch mega nice ist, Leute, bin ich. Jetzt auf der anderen Seite der Küche ist halt auch so ein Regal, auch sogar noch beleuchtet. Man hat jetzt noch, also das kann man auch irgendwie schöner einrichten und dekorieren. Sind wir einfach noch nicht dazu gekommen. Aber ja. So, das war's aber immer noch nicht, ja? Wenn man jetzt hier ist die Treppe, Fernseher, Couch, ne, zur Orientierung. Wir haben hier nämlich auch noch eine Dachterrasse, Alter. Weißt du, da ertappe ich mich nun einfach dabei, zum Baumarkt zu fahren und Bepflanzung für meine Dachterrasse zu besorgen. Ich, Alter, bin ich 50 Jahre alt? Ja, hier in der Ecke steht der Grill, den kann man dann da hinschieben und hier im Sommer einfach übelst chillig bisschen Party feiern. Ja, ich weiß, es ist Herbst, ich hätte hier auch fegen können, aber sind wir mal ganz ehrlich, das seid ihr mir auch nicht wert. Wenn man dann rausgeht, hat man da hinten sogar noch eine kleine private Sauna. Man muss ja jetzt auch nicht unbedingt an den falschen Stellen sparen. Ja, so sieht das Ganze aus. Halt ist ein bisschen mühlig jetzt, aber ja. Okay, Freunde. Ja, an die zwei Leute, die noch nicht abgeschaltet haben, das war es dann auch von meiner Seite. War mir eine kleine Herzensangelegenheit, das Video hier zu machen. Und ja, an dieser Stelle mal noch, ich versuche das immer nicht so irgendwie mega hoch zu spielen, aber ihr habt ja nun einfach mal auch den wesentlichen Anteil dran, dass ja, uns das hier so mega, mega gut geht. Und da wollte ich an der Stelle mal noch ein riesengroßes Dankeschön an euch aussprechen, Leute. Ich werde das halt nie vergessen für den ganzen Support, den ihr mir gebt. Und ja, in Worten oder Taten, ich appreciate das mega. Ich bin ja jeden Tag super dankbar und kann es eigentlich auch nicht glauben, dass ich das irgendwie ja scheinbar jetzt verdient habe oder ihr denkt, ich habe das verdient. Also auf jeden Fall da mal ein riesen fettes Dankeschön. Und ja, ich hoffe, wir waren jetzt unterhaltsam. Jetzt wisst ihr, wie wir wohnen und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein und ciao!